Habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, ob ihr die Gasanlage eures Wohnmobils oder Wohnwagens auch während der Fahrt nutzen dürft? Oder ihr seid vielleicht schon einen Schritt weiter und möchtet es konkret tun, beispielsweise ihr diese Gasheizung betreiben. Wir sagen euch, ob es grundsätzlich erlaubt ist und welche Voraussetzungen ihr auf jeden Fall erfüllen müsst. Die Gasanlage während der Fahrt zu benutzen, ist natürlich ein hohes Maß an Komfort. Das heißt, wenn man sich mal vorstellt, ihr kommt auf dem Stellplatz an, besonders in der kalten Jahreszeit, und der Vorraum des Fahrzeugs ist vorgeheizt, ist natürlich relativ luxuriös und der Urlaub kann wirklich auch mit der ersten Minute auf dem Stellplatz beginnen. Und grundsätzlich ist es auch sowohl bei Wohnwägen als auch beim Wohnmobil erlaubt, dass ihr die Gasanlage auch während der Fahrt benutzt. Ihr müsst natürlich auf ein paar Sachen aufpassen, vor allem was die Sicherheitseinrichtungen in der Gasanlage angeht. Und da zeige ich euch heute mal zwei, die auf jeden Fall installiert sein müssen, die Pflicht sind. Es ist zum einen der sogenannte Crash-Sensor als Bestandteil der Gasdruckregelanlage. Der schützt euch, wenn beispielsweise ihr einen Auffahrunfall haben solltet, sperrt der den Gasdurchfluss ab, sodass auch kein unverbranntes Gas austreten kann. Mehr zur Funktion von der Gasdruckregelanlage seht ihr in einem separaten Video. Das haben wir unten in den Kommentaren verlinkt. Schaut euch das gerne auch nochmal an. Zweite Sicherheitseinrichtung, die auf jeden Fall Pflicht ist, um die Gasanlage während der Fahrt zu benutzen, ist die sogenannte Schlauchbruchsicherung. Die ist Bestandteil der Schlauchleitung und die schützt auch, wie der Name vielleicht schon ein bisschen suggeriert, wenn beispielsweise ein massives Leck vorliegt oder euch der Schlauch abreißen sollte. Sperrt auch die den Gasdurchfluss ab, sodass kein unverbranntes Gas austreten kann. Kleines Fazit an der Stelle. Wie schon erwähnt, ihr dürft sowohl im Wohnwagen als auch im Wohnmobil die Gasanlage auch während der Fahrt nutzen. Allerdings müsst ihr auf jeden Fall diese zwei Sicherheitseinrichtungen, den Crash-Sensor und die Schlauchbruchsicherung, verbaut haben, um schlicht und ergreifend das Risiko zu minimieren, sollte wirklich mal ein Unfall passieren. An der Stelle sind wir durch. Die beiden Sicherheitseinrichtungen habe ich erklärt. Solltet ihr noch Fragen oder Anmerkungen haben, schreibt sie gerne in die Kommentare rein. Wir antworten sehr, sehr gerne. Ansonsten lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Besten Dank für die Aufmerksamkeit.